Fleisch, ein alltäglicher Bestandteil unserer Ernährung. Da die Weltbevölkerung explosionsartig anwächst, steigt auch die Nachfrage nach Fleisch. Die EU exportiert pro Jahr etwa 5 Millionen Tonnen davon. Um genug Futter für das Schlachtvieh anbauen zu können, nehmen große Landwirtschaftsbetriebe denen ihr Land weg, die zu arm sind, um sich zu verteidigen. Der Produktivitätszuwachs bewirkt, dass Umwelt- und Tierschutzstandards oft nicht mehr eingehalten werden. Doch es findet ein Umdenken statt. Biologische und vegetarische Ernährung wird immer beliebter. Wird sich die Menschheit bald nur noch vegetarisch ernähren? Frankreich. Auf wenige Dinge sind die Franzosen so stolz wie auf ihre Küche. Sie steht als Weltkulturerbe sogar unter dem Schutz der UNESCO. Französische Köche und Restaurants setzen internationale Trends. Das Aroma von Côte de Bœuf, Pot-au-feu und Bœuf Bourguignon begeistert Feinschmecker auf der ganzen Welt. Viele französische Gerichte werden mit Rindfleisch zubereitet. Ein fleischloses Essen ist für die meisten Franzosen unvorstellbar. C'est bon? Fleisch. Ist einfach großartig. Es schmeckt nach Natur, nach Bergen, nach Bauernhof. Es weckt Erinnerungen an die Kindheit, daran, wie wir mit unseren Großeltern Fleisch gegessen haben, als wir klein waren. Fleisch schmeckt nicht nur gut, es wird auch immer billiger. Heute leistet sich der Durchschnittsfranzose über 90 Kilo Fleisch im Jahr. Ich bin ein großer Fleischesser. Ich esse es 5-6 Mal pro Woche. Ich liebe Fleisch. Warum auch nicht? Fleisch gehörte schon immer zur menschlichen Ernährung. Und seit Tausenden von Jahren betreibt die Menschheit Viehzucht. Auf einem Gehöft in der Nähe von Straßburg präsentieren einige Bauern stolz ihre besten Rinder. Diese Spitzentiere sind das Ergebnis der Zuchtarbeit von vielen Generationen. Nicolas Morel ist Sprecher der französischen Jungbauern. Die Forderung, weniger Fleisch zu verzehren, macht ihn wütend. Für mich ist das schockierend und fast eine Beleidigung. Das ist doch unnatürlich. Die Menschheit konnte sich doch erst richtig entwickeln, als sie anfing, Fleisch zu essen. Warum wollen heute manche Leute, dass wir uns zurückentwickeln? In unserem Land ist die Gastronomie herausragend. Es gibt doch nichts Besseres als ein Steak mit einem Glas Wein und etwas Brot. Das ist viel besser als Eisentabletten. Unsere natürliche Entwicklung hat zur Massentierhaltung geführt, die man als industrielle Landwirtschaft bezeichnet. Sie spart Kosten und erhöht die Produktivität. Je mehr die Nachfrage nach billigem Fleisch steigt, desto mehr Tiere müssen gezüchtet, gefüttert und geschlachtet werden. Es geht vor allem um den Profit. Deshalb müssen die Tiere möglichst schnell an Gewicht zulegen. Das bedeutet für das Tier, dass es im Wachstum begriffen ist. Während der gesamten Mastperiode das Skelettsystem, Bewegungsapparat nicht ausgebildet sind, dass aber der Fleischansatz sozusagen vorauseilt. Und Kreislauf und Bewegungsapparat bzw. Skelettsystem können dem im Grunde nicht folgen. Ein frisch geschlüpftes Küken wiegt 40 Gramm. Innerhalb von 3 Tagen verdoppelt es sein Gewicht. Nach einem Monat wiegt es das 38-fache.
In der industriellen Landwirtschaft wird ein Huhn nur 29 Tage alt. Das ist der profitabelste Zeitpunkt zum Schlachten. In diesem Alter können manche Tiere ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen. Die meisten werden mit Antibiotika behandelt. An der Uniklinik von Düsseldorf untersucht Professor McKenzie die Wirkung von solchem Fleisch auf den Menschen. Wenn man Geflügel kauft und in den Tauwasser bei den Geflügel, da sind diese Bakterien, die werden irgendwann in irgendwelche andere nicht gekochtes Essen landen oder auf die Hände und wir schlucken diese Bakterien und dann sind die in unserem Darmtrakt. Wir merken gar nichts davon. Die sind dann nur erst ein Problem, wenn zum Beispiel dieser Mensch selbst Antibiotika nehmen muss. Die Bakterien sind eher schwer mit unseren normalen Antibiotika zu behandeln. Doch nicht nur der Umgang mit den Tieren kann zum Gesundheitsrisiko für den Menschen werden, sondern auch das Fleisch selbst. Experten auf der ganzen Welt warnen vor dem übermäßigen Verzehr von rotem Fleisch. Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Virologe Professor Zuhausen leitet die jüngste Studie. Das rote Fleisch wurde für uns eigentlich dadurch besonders interessant, als über Jahrzehnte eigentlich schon bekannt ist, dass eine etwa 20-30%ige Erhöhung des Krebsrisikos für Dickdarmkrebs speziell stattfindet, wenn man langfristig sehr viel rotes Fleisch verzehrt. Das Forscherteam hat herausgefunden, dass in Rindfleisch besonders viele Viren enthalten sind, die beim Menschen Krebs auslösen können. Doch die Nachfrage steigt ständig. Der Markt für Rindfleisch wächst immer schneller. Die Menschheit verzehrt heute 5-mal so viel Fleisch wie vor 50 Jahren. Einer der größten Fleischproduzenten, die Firma Danish Crown, konzentriert sich immer mehr auf den Absatz in den Schwellenländern. Der europäische Markt ist gesättigt. Das bedeutet, die Europäer werden in Zukunft wohl kaum noch mehr Fleisch verzehren. Zum Frühstück essen wir bereits Speck und Aufschnitt. Und auch zu unserem Mittag- und Abendessen gehört Fleisch. Ich glaube nicht, dass die Leute irgendwann Fleischkuchen zum Kaffee haben möchten. Unsere Firma exportiert in 130 Länder. Es gibt also kaum noch unerschlossene Regionen für uns. China gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten der Welt. Dort hat sich der jährliche Fleischkonsum seit 1980 auf 60 Kilo pro Kopf mehr als vervierfacht. Dieser Zuwachs hängt direkt mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der Nation zusammen. Je mehr Länder im Wohlstand leben, desto größer wird der weltweite Hunger nach Fleisch. In China gilt Fleisch als Zeichen von Reichtum und Status. Heute spielt es eine immer größere Rolle in einer Küche, die traditionell sehr gemüselastig war. Die Familie Ku gehört zur wachsenden Mittelklasse, die von Chinas wirtschaftlichem Aufstieg profitiert. Vor 13 Jahren sind sie nach Beijing gezogen und verdienen heute gutes Geld im Computerwesen. Ku Haifeng liebt Fleisch und sein kleiner Sohn lernt bereits, dass Fleisch zu essen ein Statussymbol ist. Sich Fleisch leisten zu können, ist so wie einen Mercedes zu fahren. Ein Zeichen dafür, dass man es geschafft hat. Die Familie geht gerne ins Donglaishun-Restaurant im Zentrum von Beijing. Die Spezialität des Hauses? Mongolisches Fondue. Je wohlhabender die chinesische Bevölkerung wird, desto beliebter werden Restaurants, die Fleischgerichte anbieten. Gemüse gilt bestenfalls als Beilage. Als ich ein Kind war, war Fleisch etwas Besonderes für uns. Heute können wir es uns leisten, jeden Tag Fleisch zu essen. Das ist für uns ganz normal.
Der wachsende Fleischkonsum hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit der chinesischen Bevölkerung. Obwohl sich Gu Haifeng der Risiken bewusst ist, mindert das seinen Appetit nicht. Ich esse Fleisch dreimal am Tag und das 7 Tage die Woche. Das sind 21 Fleischmahlzeiten pro Woche. Und abends hole ich mir oft noch einen fleischigen Snack aus dem Kühlschrank. Also esse ich oft 30 Mal die Woche Fleisch. Vor allem in den chinesischen Großstädten sind die Folgen dieser Entwicklung offensichtlich. Der neue westliche Lebensstil mit einer fleischlastigen Ernährung setzt sich immer mehr durch. Doch die Nebenwirkungen sind kaum zu übersehen. Fettleibigkeit und ernährungsbedingte Krankheiten nehmen zu. Chinesische Ärzte schlagen seit Jahren Alarm. Gu Dongfeng gehört zu den berühmtesten Medizinern des Landes. Wir haben herausgefunden, dass es 200 Millionen Fälle von Krankheiten gibt, die auf hohen Blutdruck zurückzuführen sind. Ein großer Anteil der Bevölkerung leidet unter Diabetes und Übergewicht. In den nächsten 20 Jahren werden 21 Millionen Menschen unter Herz-Kreislauf-Problemen leiden. Das entspricht der Einwohnerzahl eines kleinen europäischen Landes. Die Daten sind absolut schockierend. Etwa ein Drittel dieser Patienten werden an ihren Erkrankungen sterben. Der wachsende globale Hunger nach Fleisch hat noch andere Konsequenzen. Je mehr Fleisch wir essen, desto mehr Tiere müssen verarbeitet werden. Danish Crown macht immer größere Gewinne und baut seine Produktion weiter aus. Das Unternehmen will das Wohlergehen der Tiere sicherstellen. Dennoch steht bei so einer großen Firma die Profitmaximierung im Vordergrund. Bauer Peter Jansson steht seit einiger Zeit bei Danish Crown unter Vertrag. Bis vor 2 Jahren lebten seine Schweine im Freien. Doch das ist nicht länger rentabel. Aus wirtschaftlicher Sicht produziere ich zu wenig Ferkel, wenn die Säue draußen leben. Im Freien sterben 10% mehr Ferkel als im Stall. Draußen hatte ich etwa 24 Ferkel. Drinnen sind es jetzt 31. Das ist ein deutlicher Unterschied. Schweine sind hochintelligent. Die EU-Gesetze schreiben vor, dass die Tiere Spielzeug und zumindest etwas Heu zur Anregung bekommen müssen, damit sie nicht aggressiv werden. Doch eine Handvoll Stroh pro Tag muss reichen. Alles andere wäre zu teuer. Die Muttersäue verbringen bis zu 8 Monate im Jahr in einem so engen Käfig, dass sie sich darin kaum rühren können. Sie sollen sich in Anwesenheit ihres Wurfs nicht frei bewegen, da sie ihre Jungen erdrücken könnten. Und das wäre schlecht fürs Geschäft. Ich bin sicher, wir könnten eine Methode finden, die das unnötig macht. Aber unser Verdienst hängt von der Zahl der Ferkel ab. Ich denke, das hier ist ein sehr guter Kompromiss. Als ich ein Kind war, durften die Säue frei herumlaufen. Aber das haben nicht alle Ferkel überlebt. Damals hatte eine Sau 15 Junge im Jahr, heute sind es 31. Echt ein Unterschied. In dieser Industrie muss man Tiere als Ware betrachten. Wenn eine Sau nach 3 Jahren nicht mehr produktiv genug ist und zu wenige Ferkel wirft, wird sie gewogen und geschlachtet. Danish Crown betreibt den zweitgrößten Schlachthof der Welt für Schweine. Dort werden täglich bis zu 20.000 Tiere getötet. Über 16 Millionen im Jahr. Die Schweine kommen lebend zu uns. Wir schlachten sie und zerlegen sie dann für die verschiedenen Arten der Weiterverarbeitung.
In der Automobilindustrie werden Teile von Zulieferern hergestellt. Die werden dann alle zusammengefügt und am Ende hat man ein Auto. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir nehmen etwas Bestehendes auseinander. Wir haben ein sehr effizientes System, um die Tiere zu betäuben. Die Schweine spüren nichts mehr und kriegen nichts mit. Wir überprüfen das mit einem Test. Mehrmals am Tag stechen wir Bleistifte in einen Augapfel, den empfindlichsten Teil des Körpers. Wenn der sich noch bewegt, ist das Schwein nicht gut betäubt. Die Fleischproduzenten verhalten sich nicht unmoralisch. Moral spielt in diesem Wirtschaftszweig einfach keine Rolle. Die Hersteller verhalten sich amoralisch. Jede Industrie folgt bestimmten Mechanismen. Die können die Konsumenten zwar durch eine veränderte Nachfrage beeinflussen, doch abschaffen können sie sie nicht. Die EU ist der drittgrößte Fleischexporteur der Welt. Sie behauptet, die strengsten Standards für Lebensmittelsicherheit, Tier- und Umweltschutz zu haben. Wir haben Tierschutzregeln, die strenger sind als woanders in der Welt. Und es gibt auch, was weiß ich, in Australien, USA, es gibt genau das gleiche Produktion. Also die versuchen, diese Großerzeuger in Europa, die versuchen mitzumachen, aber auch mit strengeren Regeln als zum Beispiel woanders in der Welt. Doch wie kann sichergestellt werden, dass all diese Gesetze bei einer solchen Massenproduktion wirklich eingehalten werden? Französische Tierrechtsaktivisten kritisieren, dass die Bedingungen in einem durchschnittlichen Schlachthaus weit hinter den EU-Vorschriften zurückbleiben. Immer wieder enthüllen sie entsetzliche Fälle von Tierquälerei. Diese Szenen wurden mit versteckter Kamera in einem Schlachthof in Metz aufgenommen. Die Filmemacher hatten sich dort anstellen lassen, um im Inneren drehen zu können. Die Tierschützer sagen, dass solche Bilder nichts Ungewöhnliches sind und dass sich ähnliche Dinge in fast allen Schlachthäusern abspielen. Oft wirkt die Betäubung nicht richtig und die Tiere leiden schreckliche Schmerzen und Angst vor ihrem Tod. Viele von ihnen leben noch, wenn sie ausgenommen, entbeint und zerteilt werden. Wenn sich die meisten Menschen zum Abendessen hinsetzen, beginnt der Arbeitstag von PETA-Aktivist Stefan Bröckling erst. Auf offizieller Seite spricht man von Tierschutz und transparenten Produktionsbedingungen. Er sieht es als seine Aufgabe, die tatsächlichen Lebensbedingungen der Tiere zu überwachen, zu dokumentieren und bekannt zu machen. Heute Nacht werden Stefan und sein Team versuchen, sich Zutritt zu einer Truthahnfarm zu verschaffen, in der 5000 Vögel gehalten werden. Sie wollen alles mit einer Infrarotkamera aufnehmen und online stellen. Bäuerliche Bodenhaltung heißt aber nichts anderes, als dass die Tiere ihr ganzes Leben lang im Stall verbringen. Zwar auf dem Boden, aber eben auch auf den eigenen Exkrementen. Die werden also in der ganzen Zeit nicht rausgeräumt. Das geht auch gar nicht. Die werden erst rausgeräumt, wenn die Tiere rauskommen. Dadurch, dass die immer mit den eigenen Exkrementen in Berührung kommen, bilden sich natürlich auch verschiedene Krankheiten. Dass die Vögel extrem beengt leben, ist im Einklang mit den Vorschriften. Dass tote Tiere hier einfach verwesen, nicht. Das Team entdeckt viele Kadaver und schätzt, dass diese hier seit mindestens einer Woche liegen. Und das in einem Land, das sich mit seinen sehr strengen Tierschutzgesetzen brüstet. Thank you.
Das Fleisch, das dem Kunden im Laden oder im Imbiss präsentiert wird, sieht ganz anders aus. Kein Wunder, dass wir es essen wollen, ohne uns Gedanken über seine Herkunft zu machen. Wenn die Konsumenten eine Veränderung verlangen, mehr Qualität statt Quantität, dann wird sich die Industrie darauf einstellen. Und nicht nur Tiere leiden unter der steigenden Nachfrage nach Fleisch, sondern auch Menschen. Paraguay gehört zu den Staaten, in denen arme Bauern von ihrem Land vertrieben werden, um großen Sojaplantagen Platz zu machen. Dieses Vorgehen ist so verbreitet, dass es sogar einen Namen hat. Landnahme. Je mehr Fleisch wir verzehren, desto mehr Schlachttiere müssen wir ernähren. Und Soja ist der wichtigste Bestandteil des industriellen Viehfutters. In Europa, den USA und China kann man nicht noch mehr Getreide anbauen. Doch die explodierende Weltbevölkerung und der wachsende Wohlstand in Asien bieten uns eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen. An diesem Geschäft verdienen nur wenige, doch es zerstört viele Leben. Den Sojaplantagen fallen nicht nur kleine Bauernhöfe zum Opfer, sondern auch große Flächen Regenwald. Die wachsende Nachfrage nach Feldfrüchten ist einer der Hauptgründe für die Abholzung von Urwäldern. Ein unabhängiges Institut untersucht schon lange die Folgen der Sojaproduktion. Die Menschen in Europa essen täglich Fleisch, ohne sich Gedanken über die Konsequenzen zu machen. Unsere Wirtschaft und unser Landwirtschaftsministerium ignorieren die Bedürfnisse und die Rechte der Bürger von Paraguay. Ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen zählen nicht. Unsere Regierung interessiert sich nur für die internationale Nachfrage nach Getreide, Soja und Fleisch. Das Institut verfügt über seltene Aufnahmen, die zeigen, mit welcher Brutalität Beamte die Bauern von ihrem Land vertreiben. Die Bevölkerung muss hilflos mit ansehen, wie ihr gesamter Besitz und ihre Häuser zerstört werden. Sie können nicht auf Unterstützung zählen. Die Behörden hoffen, dass ihr rigoroses Vorgehen andere Bauern einschüchtern wird. Sie gehen absichtlich mit besonderer Härte vor, um die Menschen davor abzuschrecken, das Land zu besetzen. Nichts soll das Geschäft behindern. Die vertriebenen Bauern, die nicht in die Städte ziehen wollen, enden in provisorischen Lagern. Diese sind illegal, weil den Bewohnern das Land nicht gehört, auf dem sie errichtet wurden. Doch wo sollen die Menschen sonst hingehen? All ihre Verwandten und Freunde hier wurden entweder von ihrem Land vertrieben oder gezwungen, es an die Sojaindustrie zu verkaufen. Valdomera Servin lebt seit 12 Jahren in einem illegalen Camp. Uns bringt das Soja gar nichts. Es zerstört den Boden, sodass wir keine Nahrung mehr für uns anbauen können. Das Soja nutzt nur denen etwas, die schon reich sind. Victoriano López ist der Sprecher des Lagers. Hier ist etwas Maniok. Der muss heute für alle Leute hier reichen. Hier wohnen 5 Familien. Dann haben wir hier noch das Bein eines Ochsen und ein paar Vögel. So leben wir. Die, die in den Städten nach einem besseren Leben suchen, müssen unter ähnlichen Bedingungen leben wie in den Lagern. Im Land gedeiht die Korruption. Die Rechte von Kleinbauern haben keine Chance gegen die Interessen der mächtigen Fleischindustrie.
Doch zumindest sind die Vertriebenen in den Städten vor einer Gefahr sicher: den Pestiziden. Um möglichst hohe Erträge zu erzielen, setzen die Sojafarmer hochgiftige Pflanzenschutzmittel ein. An die Menschen, die in der Nähe der Felder leben, denken sie dabei nicht. Sehen Sie gleich, schädliche Anbaumethoden führen oft zu dramatischen gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung, bis hin zum Tod. Und in Indien besinnen sich Ökobauern auf uralte Traditionen. Ist es möglich, im Einklang mit der Natur zu leben und trotzdem die Welt mit hochwertiger Nahrung zu versorgen? Dr. Stella Benitez-Leite von der Universitätsklinik in Asunción beobachtet seit Jahren eine Zunahme an Fehlbildungen bei Neugeborenen. Sobald ihr klar wurde, dass diese eine Folge der Pestizide waren, begann sie eine klinische Studie. Die Ergebnisse sind eindeutig. Unsere Forschungen zeigen ganz klar, dass die Menschen, die in der Nähe von diesen gespritzten Feldern wohnen, sehr gefährdet sind. Das Risiko, dass die Kinder von Müttern, die im Umkreis von einem Kilometer um diese Plantagen herum leben, mit Fehlbildungen geboren werden, ist ausgesprochen hoch. Während unserer Studie haben wir alles an Fehlbildungen gesehen. Kinder, bei denen das Gehirn aus der Stirn herauswuchs, die deformierte Gesichter hatten oder gar kein Gehirn. Von kleinen Defekten bis zu extrem schweren. Es gibt alles. Und nicht nur die Neugeborenen sind betroffen. Petrona Talavera lebt im Süden von Paraguay. Vor 9 Jahren trug ihr 11 Jahre alter Sohn Silvio Gemüse fürs Abendessen nach Hause. Er kam an einem Bauern vorbei, der gerade sein Feld spritzte und wurde mit Pestiziden eingesprüht. Er ging nach Hause und Petrona kochte das Essen. Wenige Stunden später litt die ganze Familie unter Kopfschmerzen, Krämpfen und Erbrechen. Silvio ging es so schlecht, dass seine Mutter ihn ins Krankenhaus bringen musste. Wir waren um 1 Uhr morgens in der Klinik. Der Arzt sagte, ihr Sohn hat eine Vergiftung. Ich glaube nicht, dass wir sein Leben retten können, aber wir werden es versuchen. Wir müssen ihm den Magen auspumpen. Aber Silvio hat es nicht geschafft. Er ist gestorben. Um 2:30 Uhr morgens hatte er einen Krampfanfall. Eine halbe Stunde später war er dann tot. Petrona verklagte den Sojafarmer. Doch obwohl dieser 2-mal schuldig gesprochen wurde, konnte er erfolgreich Berufung einlegen. Für die Armen gibt es keine Gerechtigkeit. Ich habe den Prozess verloren. Der Mann musste nicht ins Gefängnis. Er lebt immer noch zu Hause und versprüht weiter seine Pestizide. Aber ich habe alles verloren. Nach China ist die EU der größte Importeur von Soja. Auch hier sollte man Verantwortung für die Folgen des Anbaus übernehmen. Wenn wir weiter Fleisch produzieren wollen, müssen wir immer noch importieren. Die einzige andere Möglichkeit wäre, dass wir unsere Getreide sehr reduzieren und mehr pflanzliche Eiweiß pflanzen haben. Und das ist eher unwahrscheinlich. Also der Markt, in der Hinsicht muss der Markt entscheiden. So setzt sich der Prozess ungehemmt fort. In einer Welt, in der es nur um Profit geht, bestimmt eben der Markt. Doch es sind die Konsumenten, die den Markt definieren. Sie haben die Macht. Nur bisher verlangen die Konsumenten nach immer mehr Fleisch. Letztes Jahr erreichte die Fleischproduktion in Europa einen neuen Rekord. Alleine der Export brachte 8 Milliarden Euro ein.
Indien. Ahmedabad ist mit fast 6 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt des Subkontinents. Die Wirtschaft des Landes wächst rapide und die Stadt wird mit jedem Tag größer. Traditionelle Werte werden hier ständig in Frage gestellt. Eine dieser Traditionen ist der Hinduismus. Diese Religion lehnt alle Formen von Gewalt gegenüber anderen Lebewesen ab. Aus Respekt vor den Tieren essen Hindus kein Fleisch. Auf dem Lebensmittelmarkt in der Altstadt von Ahmedabad findet man kein Fleisch. Stattdessen basiert die Küche auf Gemüse, Reis und Linsen. Mindestens 30% aller Inder, also 300 Millionen Menschen, sind strenge Vegetarier. Und auch ihre Landsleute verzehren deutlich weniger Fleisch als die Menschen im Westen. Die Region um Ahmedabad ist ganz besonders religiös. Dort bilden Vegetarier die große Mehrheit. Auf dem Land sind die Traditionen noch tiefer verwurzelt als in der Stadt. Die meisten Menschen hier leben als Bauern oder Obstpflücker. Dinesh Patel führt seine Farm nach den biologischen Prinzipien, die ihm seine Religion vorschreibt. Darf ich Ihnen eines meiner Familienmitglieder vorstellen? Einen Marienkäfer. Er frisst jeden Tag etwa 800 Blattläuse zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Wir haben Billionen von Familienmitgliedern. Vögel, Bienen, Würmer, Termiten, Pflanzen, Büsche, Tiere und Menschen. Wir leben in Harmonie. Für alles ist gesorgt. Auf seinem Bauernhof hat jedes Lebewesen einen Platz in der natürlichen Ordnung. Neben Okraschoten wachsen hier auch Reis, Getreide und Hülsenfrüchte. Der Hof liefert genügend Nahrungsmittel für 20 Familien und exportiert noch nach Europa und in die USA. Die Menschen hier sind tief verwurzelt im Hinduismus und deshalb strenge Vegetarier. Die Städte haben sich verändert. Doch in den Dörfern leben und ernähren sich die Menschen noch entsprechend der alten Bräuche. Deshalb sind die meisten Leute auf dem Land Vegetarier. Jeden zweiten Tag wird der Lieferwagen mit frischem Gemüse für das eine Stunde entfernte Ahmedabad beladen. Die schlechten Straßen, der Monsun und der zunehmende Verkehr machen die 30 Kilometer weite Fahrt unberechenbar. In der Altstadt angekommen, verkauft der Fahrer seine Ware direkt aus dem Wagen. Die Kunden schätzen die hohe Qualität und den Geschmack der Bio-Lebensmittel. Sie legen auch großen Wert darauf, dass der Bauernhof entsprechend der Traditionen und Prinzipien des Hinduismus geführt wird. Die Familie Mita kauft seit Jahren ihr Gemüse, ihre Kräuter und ihren Salat von Dineshs Bauernhof. Die Okraschoten, die gestern erst gepflückt wurden, werden heute zum Teil des Abendessens. Die Mutter gibt ihr Wissen und ihre Rezepte beim gemeinsamen Kochen an ihre Töchter weiter. Frisch gebackenes Brot und eigene Gewürzmischungen gehören zur täglichen Küche. Wir glauben an die hinduistischen Traditionen. Deshalb essen wir so oft wie möglich vegetarisch. Fleisch kommt bei uns nur sehr selten auf den Tisch. Manchmal wollen die Teenager etwas Nicht-Vegetarisches essen, allerdings nicht sehr häufig.
Die westliche Kultur hat einen gewissen Einfluss. Aber die Leute kochen zu Hause immer noch vegetarisch. Wenn die Menschen Fleisch essen wollen, gehen sie ins Restaurant. Fleisch gehört hier nicht zu den Mahlzeiten und wird auch nicht vermisst. Die indische Küche ist sehr abwechslungsreich und aromatisch. Davon können die Fleischesser in aller Welt viel lernen. Und das tun sie auch. In Berlin geht der preisgekrönte Sternekoch Michael Hoffmann einen neuen Weg. Auf der Speisekarte seines Feinschmeckerlokals finden sich fast nur vegetarische Gerichte. Auch Fleischprodukte wie Schmalz werden vermieden. Alleine auf einem Teller findet man oft 15 verschiedene Arten von Gemüse und Kräutern. Der Ort, an dem die Speisen zubereitet werden, nennt sich die Gemüseküche. Für den vielfach ausgezeichneten Koch geht es weniger um den Vegetarismus, als mehr um eine ganz neue Herangehensweise an Nahrungsmittel und ihren Geschmack. Okay, dann mache ich hier noch Kroketten drauf und dann bringen wir das nach vorne. Ja? Ich versuche einmal, das nicht vegetarisch zu nennen, sondern Gemüsemenü. Das ist mir ganz wichtig, weil das vegetarische Wort sozusagen so ein bisschen negativ behaftet ist. Aber in der Tat, es ist eine große Herausforderung, ein Gemüsegericht zu kreieren, was Tiefe hat, was aber trotzdem nach dem Gemüse schmeckt, also nach dem Eigengeschmack behält, was kräftig ist, vollmundig. Da muss man einfach mehr Überlegungen anstreben und auch mehr Versuche machen, als wenn ich ein Stück Fleisch brate und mache dazu eine Soße mit irgendeiner Beilage dazu. So, jetzt haben wir den ersten Gang für Sie. Eine Variation vom Knollensellerie und vom englischen Sellerie. Ich habe das am Anfang gedacht, dass ich da einen richtigen Jeeper drauf habe. Aber bisher, muss ich sagen, komme ich da wirklich, wirklich gut mit zurecht und es ist problemlos. Gut, ne? Sehr lecker. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Schmeckt sehr gut. Und auch Zusammenstellungen, die ganz besonders sind. Ne? So Fruchtiges und Gemüsiges und ganz ohne Fleisch. Ist schon, man denkt, es wird langweilig, aber ist es gar nicht. Sondern es ist eher abwechslungsreicher als das, was wir sonst so gegessen haben. Also exquisit zubereitet. Ne? Also so, ich habe noch nie in meinem Leben Gemüse gegessen, das so toll angerichtet wird und zubereitet. Und von Gewürzen her auch wirklich ganz, ganz exquisit. In diesem Jahr verwendet Michael Hoffmann über 200 verschiedene Produkte. Dabei steht das Gemüse im Vordergrund. Vieles davon baut der Koch in seinem eigenen Garten an. Sehen Sie gleich, auch im Westen erkennen immer mehr Menschen, dass Genuss und vegetarische Ernährung kein Widerspruch sein müssen. Und weltweit suchen Wissenschaftler nach der Formel für eine Alternative zum Fleisch. Warum muss Fleisch, das, was uns allen offensichtlich sehr gut schmeckt, warum muss das aus so schrecklichen Rohstoffen wie toten Tieren bestehen? Ich kann forschen, ich kann Saatgut kaufen, sagen, ich probiere das einfach mal aus. Ich kenne die Frucht nicht, das Gemüse nicht, wie wird das? Und ich habe die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wann ich die Pflanze ernte. Dadurch entstehen sehr viele Zufallsprodukte. Na, wenn die Pflanze in die Blüte übergeht, können wir unsere eigene Saat herstellen. Wenn die Pflanze abgeerntet ist, kann ich die Wurzel ausgraben, kann mit der Wurzel experimentieren, etwas machen. Und das ist überwiegend der Grund, warum ich das mache. Aber ganz entscheidend, oben als Überschrift steht die Qualität. In seinem Garten stellt Michael Hoffmann Versuche mit alten und neuen Pflanzenarten an. Manche sind in Vergessenheit geraten und aus den Supermärkten und von den Speisekarten verschwunden. Andere standen bisher noch nie darauf. Also Hörnchen, Kürbisse haben wir ja dieses Jahr enorme Ernte. Und es ist ein bisschen schade, weil ich nicht weiß, wie man das konserviert. Ja. Einfrieren wird matschig.
einlegen in Essig, wird grau. Da momentan halt eben nur frisch, aber hält sich halt eben, wenn es nebeneinander liegt, auch super. Die vegetarische Küche gewinnt wieder an Beliebtheit und Ansehen. Und sie ist nicht nur umweltfreundlich. Ihre gesunden, oft biologisch erzeugten Zutaten passen auch zum wachsenden Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft. Hülsenfrüchte sind ein unverzichtbarer Bestandteil der vegetarischen Kost, da sie dem Körper wichtige Proteine liefern. Den höchsten Eiweißanteil hat dabei Soja. Die Ernährungsexpertin Reka Mehta hält Soja für den Schlüssel zu einer ausgeglichenen vegetarischen Ernährung. Soja ist so wertvoll, weil es sehr viel Protein liefert. Andere Hülsenfrüchte enthalten nur 20-25% Eiweiß. Doch bei der Sojabohne sind es 43,5%. Außerdem ist Sojaeiweiß ganz besonders hochwertig. Aus diesem Grund gehört Soja zu einer vegetarischen Ernährung. Ursprünglich stammt die Pflanze ja aus China, aber wir bauen sie schon seit vielen Jahren in Indien an. Sogar Mahatma Gandhi hat schon Soja gegessen. Es versorgt uns mit den Proteinen, die wir benötigen. Vorhin haben wir gezeigt, welch schreckliche Folgen große Sojaplantagen für die Natur und die Menschen haben können. Doch ein indisch-schweizerisches Forschungsprojekt versucht, nachhaltige Methoden für den Sojaanbau zu entwickeln. Hier werden seit 20 Jahren Soja- und Baumwollpflanzen gezüchtet. Manche werden ökologisch angebaut, andere werden mit Pestiziden behandelt. Es soll untersucht werden, ob man mit biologischen Methoden langfristig genug erzeugen kann, ohne den Boden oder die Wasserqualität zu beeinträchtigen. Wenn man ein konventionelles Feld in ein biologisch bebautes umwandelt, gehen die Erträge meist zurück. So war es bei uns zuerst auch. Aber nach und nach holten die Biofelder auf. In guten Jahren haben wir bei den Sojabohnen sogar so hohe Erträge wie bei den konventionell bewirtschafteten Äckern. Diese Erfolge ließen sich schon nach 5 Jahren traditionellen Anbaus erzielen. Traktoren oder große Spritzgeräte für Pestizide sucht man hier vergebens. Projektleiter Rajiv Verma glaubt, dass die traditionelle ökologische Landwirtschaft besser für die Pflanzen und für die Bauern ist. Im ökologischen Anbau, wie wir ihn betreiben, stammt alles, was wir für den Betrieb brauchen, von unserem Hof. Wir müssen nur mehr Arbeit in den Anbau stecken. In der konventionellen Landwirtschaft muss man Produkte hinzukaufen. Und das macht die Sache teuer. Das führt bei vielen Bauern, die ihre Felder konventionell bewirtschaften, zu einem Teufelskreis. Bevor sie überhaupt etwas anpflanzen können, müssen sie einen Kredit für Saatgut aufnehmen. Und später müssen sie sich dann noch mehr Geld für Dünger, Pestizide und Ähnliches leihen. Das Projekt hat bewiesen, dass traditionelle ökologische Anbaumethoden langfristig effektiver sind als die teure, intensive Landwirtschaft. Deshalb schließen sich immer mehr Bauern der Initiative an. Für Landwirte, die sich keine großen Maschinen leisten können, wird der Export ihrer Bioprodukte zu einem lukrativen Geschäft. Das Bio-Soja wird in Fabriken wie dieser verarbeitet. Die deutsche Firma Tofu Town produziert seit 20 Jahren Sojaprodukte. Sie stellt strenge Anforderungen, unter welchen Bedingungen ihr Rohstoff angebaut werden darf. Genetisch veränderte Sojabohnen, die weltweit inzwischen 70% ausmachen, werden hier nicht verwendet. Die Herstellung von Tofu ist relativ einfach. Sie bietet eine der effektivsten Möglichkeiten, dem menschlichen Körper pflanzliches Eiweiß zuzuführen. Sojabohnen ist die Welt-Eiweißmaschine. Wir essen Sojafleisch und trinken Sojamilch, nur über den bisschen dusseligen Umweg der Tierfütterung.
Und für Tofu können wir das einfach direkt nehmen und dadurch sehr viel sauberer, sehr viel kompletteres Eiweiß dann auch produzieren. Also 95% der Weltsojaernte werden für die Tierfütterung verschwendet. Und wir sind Deutschland, ist ein Importland. Wir können also selber nicht so viel anbauen, wie wir an Eiweiß für die Tierfütterung aus unserer Sicht verschwenden. Im Durchschnitt benötigt man 16 Kilo Sojabohnen für die Herstellung von einem Kilo Fleisch. Für die Herstellung von einem Kilo Tofu braucht man nur die Hälfte. In Zukunft soll Tofu aussehen und schmecken wie Fleisch. Nur dann kann das Produkt eine überzeugende Alternative für Fleischesser darstellen. Wir sind in Fleischform, weil wir einfach wie die Wilden Fleisch essen. Wir essen also 65 Kilo Frischfleisch pro Nase pro Jahr, 35 Kilo sogenannte Fleisch- und Fleischwurstwaren. Und das sind irrsinnige Mengen und genau da brauchen wir Alternativen. Warum muss Fleisch, das was uns allen offensichtlich sehr gut schmeckt, warum muss das aus so schrecklichen Rohstoffen wie toten Tieren bestehen? In Holland arbeiten Forscher an der Lösung genau dieses Problems. Sie wollen einen vegetarischen Fleischersatz erzeugen, der dem Original in Aroma und Struktur möglichst ähnlich kommt. In einem Labor der Universität von Wageningen experimentiert Professor Tini van Böckel mit dem Rohstoff Soja. Sein Ziel ist es, eine Alternative zu entwickeln, die auch noch den stursten Fleischesser überzeugen kann. Nur etwa 5-10% des Sojaproteins gelangen ins Fleisch. Den Rest verbraucht das Tier für sein Wachstum. Das ist eine ausgesprochen ineffiziente Produktionsmethode. Die Weltbevölkerung wird weiter wachsen. Für so viele Menschen können wir nicht genügend Fleisch erzeugen. Deshalb brauchen wir alternative Eiweißquellen. Und Soja ist die wichtigste aller eiweißreichen Pflanzenarten. Wir halten Soja für eine gute Ergänzung und Alternative zum Fleisch. Professor van Böckel geht es vor allem darum, einen täuschend echten Fleischersatz zu erschaffen. Die Vegetarier müssen wir nicht überzeugen, dass es noch andere Eiweißquellen gibt. Die Fleischesser schon. Und das ist schwierig. Die Fleischfans sagen, okay, wir probieren es, aber es muss aussehen wie Fleisch. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Fleischesser gewinnen können, wenn wir ihnen attraktive vegetarische Alternativen bieten. Wenn ich es schneide, sieht man, dass das Material elastisch ist. Man erkennt auch so etwas wie Fasern. Es sieht noch nicht richtig aus wie Fleisch, aber es ist ein Anfang. Unsere Aufgabenstellung ist, wie kann man pflanzlichem Eiweiß eine Form geben, die wirklich nach Fleisch aussieht? Doch noch boomt der Fleischmarkt. Steaks aus biologisch angebauten Sojabohnen sind noch lange kein weit verbreitetes Massenprodukt. Die Weltbevölkerung wächst rasant und die industrielle Landwirtschaft versorgt die Menschen mit immer mehr billigem Fleisch. Deshalb hat Fleisch weiterhin Hochkonjunktur. Aber die Konsumenten verlangen auch zunehmend nach vegetarischen Alternativen. Und der Markt richtet sich nach der Nachfrage. Immer mehr Menschen werden sich der Konsequenzen bewusst, die ihr Fleischhunger für den Rest der Welt hat. Sie entscheiden sich, ihr Verhalten zu ändern.